Ihr wolltet von mir ein Ranking der Schuhe machen? Bitte schön, ich habe einen Filter gefunden. Boah, die sind so schön. Boah, komm. Ich glaube nicht, dass ich was Besseres sehen würde. Platz 1. Boah, ich werde so ausrasten, wenn ich schönere Schuhe habe als dieser. War bereits im letzten Video, habe ich Frisuren gerankt. Da hatte ich, ich habe mir Platz 1 freigelassen für etwas ganz Geiles und dann war das Schlimmste, was ich je gesehen habe, Platz 1, auf Platz 1, weil ich keine anderen Plätze mehr frei hatte. Ja, diese Schuhe, stilvoll, sexy, streng, Platz 4. Kann man immer anziehen, überall. Ich habe solche Schuhe, nur in ja, dieser Farbe, beige. Platz rot, ja, Platz 5, komm. So schlimm sind die nicht. Ehrlich, wer mag schon so ein Muster? Gucci oder Chanel hat doch diese Muster, ne? Ich mag einfach dieses Muster nicht. Sorry, aber ich mag es einfach nicht. Platz 10. Ich weiß, die größten Marken benutzen diesen Muster und das ist richtig im Trend, aber ich hasse das. Ja. Ich denke, auf dem Fuß sehen sie viel schöner aus als so. Platz 9. Ja, guck mal, die gehen. Die kann man tragen. Ob sie jetzt bequem sind, weiß ich nicht. Ich glaube, mein Fuß würde ständig da rausflutschen. Die sehen ultra unbequem aus. Platz 8 deswegen. Das steht dabei, wenn man etwas kombinieren möchte. Sport plus Eleganz. Aber das ist nicht meins. Zwar lustig mit anzuschauen, aber ich würde es nicht tragen. Persönlich. Ich persönlich, ich brauche immer bei hohen Schuhen sowas hier, dass man oben noch etwas so, dass man sich am Fußgelenk da etwas festhalten kann, weil sonst flutsche ich raus. Immer. Immer. Ja, die sind schon geil, ne? Platz 3. Leute, Mädels, habt ihr auch so ein Problem wie ich? Also zum Beispiel, ich kann solche Schuhe nicht tragen. Ich flutsche da raus. Meine Füße sind auch, ja, sie schwitzen beim Gehen. Und deswegen flutsch und raus. Platz 6. Ja, die sind auch okay. Aber Platz 2 verdienen die nicht. Die auf Platz 2 und die auf Platz 6. Dann ist es geil.